Aber das ist ein Hemd, was eine wirklich sehr nice Passform hat. Ich finde allgemein die Waschung von der Hose auch sehr, sehr nice. Und dann haben wir hier den Union LA. Wir haben hier einen Schuh von Balenciaga am Start. So, jetzt kommen wir zu der kleinen Überraschung. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Marvin. Willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal, Leute. Wir haben heute ein wirklich sehr nice Fashion Pack Opening am Start aus meinem Wohnzimmer, Leute. Wir haben sehr nice Kleidungsstücke, vor allem sehr coole Sneaker, die ich euch gleich auch vorstellen werde. Ich war in letzter Zeit hier und da mal ein bisschen unterwegs, ich war auch im Urlaub. Da hat man sich auf jeden Fall ein paar sommerlastige Kleidungsstücke mitgenommen. Deswegen für euch, falls ihr irgendwelche T-Shirts sucht oder coole Sommerschuhe. Ich denke mal, das Video hier dient gut als Inspiration. Ich werde euch auf jeden Fall von allen verfügbaren Artikeln die Links in die Beschreibung packen. Deswegen checkt auf jeden Fall die Beschreibung ab und ich stelle euch mein Grail vor. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende am Start, Leute. Und verpasst das nicht. Ich würde mal an der Stelle sagen, wir fangen direkt an mit dem Fashion Pack Opening. Let's go. So, fangen wir mal gleich an mit dem Kleidungsstück hier. Und zwar habe ich mir das hier von Zara gekauft, bevor ich in den Urlaub geflogen bin. Das ist hier so eine Umhängetasche. Hier gibt es dann auf jeden Fall so Kartenfächer und ein Münzfach. Das hat so eine Lederoptik und hat mich 22 Euro gekostet. Das ist so auf Jacquemus-Tasche angelehnt. Ich war mal kurz davor, mir eine zu kaufen. War mir aber dann nicht so sicher, ob es so mein Ding ist, sage ich mal. Deswegen ist es auf jeden Fall cool, dass man hier so eine Alternative hat dafür von Zara. Passt auf jeden Fall, wenn man sich einfach mal antasten möchte an den Stil. Hier konnte man entspannt sein Geld reinpacken und ja, Kreditkarten und sonstige Karten, die man gebraucht hat. Und ein Schlüssel hat hier auch noch reingepasst. Also für so einen Urlaub ist es auf jeden Fall cool gewesen. Jetzt komme ich zu einem Kleidungsstück, wofür ich wirklich viele Props bekommen habe. Und zwar habe ich mir ein Hemd gekauft von Zara. Aber jetzt gerade auf den ersten Blick könnte es ein bisschen zerknittert und komisch rüberkommen, dass es gerade sehr, sehr frisch aus der Wäsche rausgekommen ist und ich noch nicht die Zeit hatte, um es zu bügeln. Tut mir leid dafür, Leute. Aber das ist ein Hemd, was eine wirklich sehr nice Passform hat und einen wirklich sehr komfortablen Stoff. Sehr, sehr passend für so einen Sommerurlaub. Also es ist jetzt kein Stoff, wo man sich denkt, ah, Digga, ich schwitze hier drin voll, sondern voll entspannt. Und das Hemd hier hat mich 30 Euro gekostet von Zara. Das Hemd hatte ich auch im ersten Türkei-Vlog von mir an, was ihr euch auch gerne anschauen könnt, was auch natürlich schon online ist. So, kommen wir jetzt zum nächsten Kleidungsstück. Und zwar habe ich diese zwei Sachen jetzt gesponsert bekommen von Acid Rain. Das ist eine Brand, die aus München kommt, wenn ich es richtig verstanden habe. Die haben mir auf jeden Fall zwei T-Shirts zugeschickt. Einmal das hier und einmal das. Das machen wir jetzt einmal zusammen auf. Kommen wir erstmal zu diesem Shirt. Quali ist auf jeden Fall sehr entspannt. Gerade für den Sommer ist der Stoff hier auf jeden Fall sehr angenehm, da der auch etwas dünner ist, aber trotzdem eine gute Qualität enthält. Ich finde das Artwork ganz cool, ganz entspannt. Das T-Shirt hier liegt bei 45 Euro, also es ist auch auf jeden Fall kostengünstig. Dann haben wir hier noch das T-Shirt gehabt. Okay, gleiches Thema wie bei dem Shirt. Hier steht dann auch nochmal Acid Rain drauf, die liegen bei 45 Euro. Wenn man sich da nochmal ein Sommer-T-Shirt sucht, was auf jeden Fall entspannt ist und easy aussieht mit einem coolen Look, der ist, denke ich mal, bei den beiden T-Shirts hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse, Leute. Acid Rain könnt ihr auf jeden Fall auf Instagram abchecken, ist auch unten verlinkt, Leute. So, dann kommen wir zum nächsten T-Shirt, was ich mir selber gekauft habe. Und zwar, Support gehen raus an meine Jungs aus Hannover. Und zwar ist die Brand Private Accompany. Das ist hier das Shirt, was ich mir gekauft habe. Ich finde den Namen von dieser Brand sehr, sehr nice. Quali vom Shirt ist auch sehr, sehr entspannt. Wir haben hier einen Siebdruck auf dem Shirt. Hier, der Druck fühlt sich auf jeden Fall auch sehr, sehr nice an. Ich finde das Artwork wirklich interessant. Auf Geist angelehnt, was dich gleich angreift. Ich finde die Schrift sehr cool gestaltet. Qualitechnisch liegen wir auf jeden Fall hier auch bei einem Shirt, was ja, für den Sommer jetzt gerade auch sehr cool ist. Der Stoff hier ist nicht zu dünn. Man sieht Nippel nicht durch, Leute. Ihr wisst Bescheid. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, das ganze hier hat mich 45 Euro gekostet. Mit Versand liegt man dann bei 50 Euro. Also checkt auf jeden Fall mal Private Accompany ab. Support geht raus an die Jungs. Kuss. So, kommen wir mal zu den Jeanshosen. Und zwar habe ich mir noch eine kurze Hose von Zara gekauft. Hier in weiß mit so einer leichten Distressed-Optik. Hier und da ist es ein bisschen distressed, aber nicht zu sehr. Also wir haben jetzt hier keine Löcher auf der Hose. Hier hat man so lediglich einfach so ein paar angecreased Stellen, aber keine richtigen Löcher. Das war mir irgendwie voll wichtig, weil ich hatte keinen Bock auf so dicke Löcher auf der Jeans. Dieser Distress-Look und diese weiße Farbe ist auf jeden Fall auch sehr cool.
Ja, die Hose habe ich auf jeden Fall im Urlaub sehr hart gerockt. Ich glaube, das ist die erste kurze Jeanshose, die ich jemals in einem Fashionpack Opening vorgestellt habe. Die lag ich auch bei um die 30 Euro bei Zara. Ich kann euch auf jeden Fall Zara echt ans Herz legen, wenn ihr so gerade aktuell auf der Suche nach Sommer-Basics seid. So, jetzt kommen wir zu einer Jeanshose, die ich mir vor kurzem gekauft habe. Da kam auch ein Video dazu online, und zwar war ich auf dem Flohmarkt unterwegs und habe mir eine Levi's 501 gekauft. Eine Vintage Levi's 501. Die hat mich 15 Euro gekostet und ich hatte richtig Bock, die selbst zu customizen. Also die, sag ich mal, nach meinem Geschmack zu designen sozusagen. Das ist die Jeans, Leute. Ich zeige euch mal genau, was ich gemacht habe. Ich finde allgemein die Waschung von der Hose auch sehr, sehr nice. Was ich jetzt an dieser Hose geändert habe, ist auf jeden Fall der Saum. Den habe ich auf jeden Fall aufgetrennt und habe das dann gebügelt, so dass man halt diese Flared-Optik hat. Dadurch, dass die Hose halt auch Vintage ist, hat man hier auch gleichzeitig so eine Distressed-Optik, was mir persönlich wirklich sehr gefällt, und ich finde die Hose auf jeden Fall sehr, sehr schön. Vor allem die Waschung dieser Levi's ist auf jeden Fall sehr, sehr wild. Das ist so einer meiner günstigsten Hosen, aber auch gleichzeitig einer meiner freshesten Hosen, Leute. Mache ich auf jeden Fall in Zukunft öfters, mal so auf Flohmärkten gehen, sich die Sachen dort kaufen und mal schauen, was man so damit machen kann. So, kommen wir jetzt auf jeden Fall nochmal kurz zu den Ordinaire-T-Shirts, Leute. Die habe ich ja schon mal vorgestellt. Beim letzten Mal, wo ich sie in meinem Fashback-Opening vorgestellt habe, waren sie unmittelbar danach ausverkauft im Shop. Und ich wollte euch einfach mal daran erinnern, dass es die Shirts wieder gibt. Sie wurden gerestockt vor kurzem. Und es gibt bei beiden Shirts noch den kompletten Size Run. Ich wurde wirklich sehr oft darauf angesprochen, woher ich das T-Shirt habe und was es kostet. Das T-Shirt liegt bei 60 Euro und die Qualität ist einfach nur top, Leute. Also wirklich, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ey, das Shirt hier ist mit einer meiner besten T-Shirts, die ich in meinem Kleiderschrank besitze. Und Real Talk, Leute, ich habe wirklich unzählig viele Shirts, die um die 200 bis 300 Euro kosten. Und da ist das T-Shirt hier mit 60 Euro einfach ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Der erste Link in der Beschreibung ist ein Link zum Shop. Checkt das auf jeden Fall ab, Leute, und macht euch euer eigenes Bild von dieser Brand. So, kommen wir jetzt auf jeden Fall zu den besonderen Teilen in diesem Video. Und zwar die Sneaker. So, kommen wir erstmal zu diesem Vans-Paar hier. Wir haben hier ein babyblaues, einfaches Vans-Oldschool-Paar. Ja, da hat meine Freundin mir was von ihrem Aufenthalt in Spanien mitgenommen. Die waren im Angebot für 40 Euro in irgendeinem Outlet und da hat sie ein paar für mich mitgenommen und ein paar für sich selbst. Ich habe die bisher noch nie im Babyblau an einem Fuß von irgendjemandem gesehen in Deutschland. 40 Euro Outlet-Schuhe, Leute. Also was soll man da noch weiter Großartiges sagen? Dann haben wir hier nochmal zwei Schuhkartons. Wir fangen mal jetzt einmal an mit dem hier. Und zwar haben wir, wie man es schon unschwer in der Verpackung sehen kann, ein Uni LA Sneaker von Nike. Ich fand bei diesem Schuh einfach übertrieben nice, wie das Packaging hier gestaltet ist. So auf Flugticket angelehnt, sage ich mal. Hier steht auch Passenger Ticket and Baggage Check. Auf Flughafen-Vibes angelehnt. Haben wir hier dieses Schuhpapier, sage ich mal. Hier steht Berlin-Tegel und so weiter drauf. Also so einige Städte. Und dann haben wir hier den Union LA Nike Dunk. Und das ist ein sehr besonderer Schuh. Ihr werdet auch gleich verstehen, warum. Denn dieser Schuh hat erstmal einen sehr, sehr nicen Colorway. Also wir haben hier sehr coole Sommerfarben. Hier unten die Sohle ist babyblau. Und allgemein der Vibe von dem Schuh ist einfach wirklich sehr nice. Verarbeitungstechnisch auch sehr, sehr gut. Aber das Besondere bei diesem Schuh ist, dass man den wie beim Travis Scott Dunk aufschneiden kann und sich unter diesem Stoff hier ein neues Leder versteckt. Wir haben hier in dem Fall unter diesem Stoff hier ein Leder, was so in dieser Royal Blue Farbe ist, und hier außen haben wir so eine UNC Babyblau Farbe. Also wenn man Bock hat, kann man den Schuh einfach hier kurz raufschnibbeln und man hat da straight einen neuen Schuh. Ich lasse ihn erstmal so, wie er jetzt gerade ist, weil er mir irgendwie so am besten gerade gefällt. Und sobald er dann irgendwie, ja, dreckig wird, kann man den ja auf jeden Fall mal aufschneiden hier und da. Der Schuh hier liegt bei so circa 300 bis 350 Euro. Den habe ich beim Laced Up Store gekauft, was ihr auch im letzten Video gesehen haben solltet. Das könnt ihr auch gerne mal abchecken. Checkt Laced Up mal unten in der Beschreibung ab, Leute. Da könnt ihr euch solche coolen Sneaker auf ganz entspannt kaufen. Da werdet ihr auf jeden Fall sehr coole Outfit-Fotos demnächst sehen. Auf meinem Instagram-Account. Könnt ihr auch, by the way, abchecken. Mahans World, Leute. Dann kommen wir zum letzten Teil, bevor ich hier mein
All-Time-Grave gleich vorstelle, Leute. Wir haben hier einen Schuh von Balenciaga am Start. Eventuell für den einen oder anderen jetzt eine kleine Überraschung, dass ich mir den Schuh hier gezogen habe. So, diesen Schuh hier habe ich mir nicht aus dem Laden gekauft, weil er einfach übertrieben teuer ist. Also es bockt gar nicht, sich so einen Schuh für so einen Preis zu kaufen. Den habe ich von einem Kollegen abgekauft, der den Schuh in einer wirklich sehr guten Condition hatte. Aber ich rede mal nicht so viel rum, Leute. Und zwar habe ich mir den Balenciaga Trackrunner gekauft, Leute. Für den einen oder anderen ein wirklich sehr, sehr komischer Schuh wahrscheinlich. Aber ich habe diesen Schuh übertrieben gefühlt. Ich muss auch sagen, dass ich den Schuh erst, ja, seit diesem Jahr sehr sympathisch finde. Ich muss auch erwähnen, dass ich den Schuh vorher wirklich sehr, sehr komisch fand. Und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie fühle ich diesen Stil einfach aktuell voll. Ich habe auch gemerkt, dass ich so ein bisschen offener geworden bin, was so solche Sachen angeht. Früher hatte ich da, sag ich mal, nicht so einen weiten Horizont, was das angeht. Aber ich finde den Schuh halt einfach übertrieben geil. Dieser Schuh hier mit der Hose kommt übertrieben nice, Leute. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Da kommt auch nochmal ein Instagram-Foto online. Der liegt einfach aktuell im In-Store bei 800 Euro. Also ich verstehe nicht, wie man 800 Euro für den Schuh zahlen kann. Ich finde das auf jeden Fall übertrieben krass, weil der Schuh hat einfach mal 675 Euro gekostet und liegt jetzt einfach bei 800 Euro. Also ja, das ist auf jeden Fall ein sehr stolzer Preis für den Schuh. Den Preis werde ich auch niemals im Leben zahlen. Der Schuh ist in so einer 8 von 10 Condition und ich habe einfach einen guten Preis dafür bezahlt, Leute, für den man den Schuh auf jeden Fall mitnimmt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Es ist ungewöhnlich, dass ich mir den Schuh gekauft habe. Ich weiß, Leute, aber ich fühle es übertrieben und ich freue mich sehr, den zu besitzen. Das waren meine Pickups so aus der vergangenen Zeit, Leute. So, jetzt kommen wir zu der kleinen Überraschung. Wo ich mit meiner Freundin zusammen in die Wohnung hier eingezogen bin, musste sich meine Freundin auf jeden Fall leider von ihren Katzen trennen, die sie daheim hatte. Und dadurch, dass ich mir dachte, ey, ich habe eh jetzt hier eine eigene Wohnung, so dachte ich mir, why not? Ich hole mir einfach mal ein Haustier. Und es ist das erste Mal, dass ich mir persönlich ein Haustier geholt habe. Leute, es ist eine Katze, ich zeige euch sie gleich. Es ist auf jeden Fall was sehr Besonderes für mich, weil ich habe mir zum ersten Mal ein Haustier geholt. Ich habe mir als kleiner Junge immer mal ein Haustier gewünscht. Aber es war nie möglich, weil meine Eltern allergisch auf Haustiere reagiert hätten. Deswegen jetzt, ich bin hier in meiner eigenen Wohnung, geht es auf jeden Fall und ich habe mir so einen kleinen Traum ermöglicht, sag ich mal. Ich hole mal den kleinen Simba kurz her, Leute. Das ist eine Kamera. Das ist eine Kamera. Ich habe mir eine britische Kurzhaarkatze gekauft. Das ist Simba, Leute. Simba ist ein Baby noch. Der Kleine ist auf jeden Fall süß und sehr frech zugleich, Leute. Der springt hier erstmal auf alle Pflanzen drauf. Ich musste gefühlt erstmal alle Pflanzen umstellen hier in meiner Wohnung, weil er alle auch kurz auseinandergenommen hat. Aber ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, die Katze zu haben, da das einfach so ein naja, Step ist, so ein Haustier zu besitzen. Das ist ja auf jeden Fall auch eine Verantwortung. Meine Freundin kennt sich da auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ich habe mir auf jeden Fall auch das Wissen angeeignet zu einer Katze. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und das ist meine Überraschung, Leute. Ich habe mir einfach eine Katze gekauft. Ich blende euch einfach mal hier ein paar Fotos ein. Ich finde ihn übertrieben süß, Leute. Also wirklich so ein süßes Lebewesen, was Gott uns hier auf die Welt gegeben hat. Also Real Talk, es ist so ein unterhaltsames Tier. Also der baut so viel Scheiße, der macht so dumme Sachen. Und es ist einfach so lustig für mich, das so mit anzusehen, wie er sich manchmal einfach hinpackt ohne Grund. Und wenn ihr da irgendwelche Tipps oder sonst was noch für mich habt, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Man kann nie genug wissen, Leute. Ja, Leute, das war so die Überraschung am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Ich würde mich sehr freuen an der Stelle, wenn ihr mich abonniert, dem Video ein Like da lasst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Peace.